Frau Malschberg, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe es im Fernsehen gesehen, Ihr Porträt über Altkanzler Helmut Schmidt, und fand es unglaublich bewegend. Wie schwierig war es denn, so nah wirklich an Helmut und Loki Schmidt ranzukommen? Es ist ein bisschen wie beim Tierfilm, man setzt auf den Gewöhnungseffekt. Ja, deswegen ist so eine Langzeitdokumentation ganz gut. Ich mache sehr häufig die Erfahrung, wenn man jemanden trifft, so wie wir uns jetzt zum ersten Mal. Sie stellen mir eine Frage, die persönlich ist, weiß ich noch gar nicht, warum ich Ihnen das beantworten soll. Ich kenne Sie ja nicht. Bei einer Langzeitdokumentation gewöhnt sich der Interviewte an den Interviewer oder die Interviewerin, und nach einer Weile kriegt man ein bisschen mehr. Das ist beim Tierfilm auch so, man setzt sich quasi in eine Sasse und da drüben ist der Leopard, und nach einer Weile hat er keine Angst mehr vor der Kamera, kommt immer näher. Also so war es in etwa. Ich glaube, über 4 Jahre haben Sie ihn begleitet. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Tag bei ihm waren, das würde er nicht aushalten. Und ich hatte auch am Anfang noch die tägliche Sendung. Also wir sind immer mal wieder an unterschiedliche Orte gereist, an denen er war oder wo er wohnte, und haben immer wieder mal eben lange Gespräche geführt. Und nach Amerika ist Jan alleine gereist, da konnte ich nicht mit. Und das haben wir aber auch bei anderen Filmen schon so gemacht. Das ist ganz gut, wenn der Kerl hinter der Kamera quasi dann die Fragen auch stellt, weil der vor der Kamera sich plötzlich ganz anders bewegt. Interessant. Als Sie vorhin auf der Bühne waren, haben Sie auch gesagt, die beiden sind ein Vorbild. Ja, ja, nur dann habe ich angefangen zu rechnen auf der Bühne, deshalb sind mir dann die Worte weggeblieben, weil, also die sind seit 65 Jahren zusammen und kennen sich seit 80 Jahren. Jan und ich sind jetzt seit 15 Jahren zusammen, sind aber beide schon so Anfang, Mitte 40. Hochgerechnet, und dann hört es dann irgendwie auf, müssten wir jetzt noch 70 Jahre zusammen sein, so ungefähr überschlägig, ja. Nicht wahrscheinlich. Aber bei Ihnen, da merkt man, das ist, glaube ich, gut, dass Sie beide zusammenarbeiten. Oder hat sich dadurch auch so eine gute Symbiose auch mit den anderen beiden dann quasi entwickelt? Sie meinen, nachdem wir uns entschieden hatten, nicht gleich beim ersten Dreh uns wieder scheiden zu lassen? Ja, es hat sich eine Symbiose entwickelt. Ich glaube, wir ergänzen uns deshalb sehr gut. Er kann etwas, was ich überhaupt nicht kann. Er denkt in Bildern. Und ich kann etwas, was ich jedenfalls besser kann als er. Ich denke in Worten, und das ist einfach sehr schön, dann zu arbeiten miteinander. Obwohl man sich auch streitet, aber immer weniger, weil man dann immer besser weiß, was der andere kann und was nicht. Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Spaß beim Feiern. Dankeschön, Sandra Malschberger.